Kapstadt ist mit seinen Traumstränden und dem spektakulären Tafelberg seit jeher ein Touristenmagnet. Zum richtig heißen Tipp wird die Metropole am Südzipfel Südafrikas durch die günstige Währung. Im Vergleich zum Dollar hat der Rand ein 5-Jahres-Tief erreicht. Früher bekam man 10 Rand für einen Euro, jetzt sind es 14 Rand, das ist perfekt. Wir können jetzt im Urlaub viel mehr Geld ausgeben. Dank des schwachen Rand bekomme ich einen riesen Wrap, ein schönes Crepe und 2 Teigtaschen für weniger Geld als sonst. Durch den schwachen Rand esse ich inzwischen viel mehr in meinem Urlaub. Wie in anderen Schwellenländern wirkt sich in Südafrika unter anderem die US-Geldpolitik auf die Landeswährung aus. Auch harte Arbeitskämpfe tragen zur Abwertung bei. Angesichts einer hohen Schuldenlast dürfte sich daran so bald nichts ändern. In Südafrika spiegeln sich weltweite Entwicklungen wider und der Trend zur Abwertung ist stark. Eine weitere Abwertung wäre nicht überraschend. Erst auf mittlere Sicht ist eine Stabilisierung zu erwarten, vielleicht auch ein kleiner Aufschwung. Für exportorientierte Branchen wie Südafrikas Weinbauern bedeutet die schwache Währung kurzfristig mehr Einnahmen. Auf längere Sicht müssen sie teurere Investitionen fürchten, weil die Inflation angeheizt wird. Die Touristen am Kap der guten Hoffnung können sich vorerst entspannen. Von Preiserhöhungen haben sie noch nichts zu spüren bekommen.